Computerlog des Captains, Sternzeit 84648,7. Wir sind auf der Suche nach verschwundenen Frachtern der Deferi. Tatsächlich haben wir einen Notruf empfangen. Wir sind mit Maximum Warp auf Abfangkurs gegangen. Da wären wir angekommen und wir empfangen ein Notsignal. Wie überraschend. Okay. Also auch immer hier geschehen ist, es sieht beinahe so aus, als hätte irgendjemand, das müssen ja nicht unbedingt die Bring gewesen sein, versucht einen Planeten auf Warp gehen zu lassen. Diese Map ist merkwürdig. Wie soll das überhaupt gehen? Oder reiten wir im Schweif dieses Planetengürtels hier, also Planeten-Asteroiden-Gürtels? Das hier war eindeutig beim Planet. Na, whatever. Lass uns ein paar Bring kaputt machen. Nichts leichter als das, würde ich mal sagen. Das sind ja bloß ein paar Fregatten. Sehr gut. Wenn die Breen nicht was Größeres auffahren, wird das ein sehr leichter Handlungsstrang. Ja, da haben wir die gerettet. Und dann fangen wir gleich noch ein zweites Signal. Super. Das zweite Notsignal kommt wohl etwas tiefer aus dem Asteroidengürtel hier. Wo auch immer diese Asteroiden hinfliegen. Jetzt mal ohne Witz, soll das der Schweif dieser Asteroiden sein? Merkwürdig, diese Map sieht wirklich komisch aus. Na egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall beim zweiten Frachter angekommen. Müssen ein paar Teile an Bord beamen und dann. Ah, sehr super. Breen. Breen-Kreuzer aus der Unterwurf gegangen. Ei, ei. Der allererste, den wir heute sehen. Das wird nicht der letzte sein. Aber das ist die Art von Breen-Schiff, die wir bereits kennen von Deep Space Nine. Und Galaxy-Klasse und solche Schiffe haben wir schon das Vergnügen gehabt, nicht wahr? Ne? Ja, aber er scheint jetzt nicht viel entgegenzusetzen zu haben. Also das heißt, die Breen haben in 30 Jahren nichts gelernt. Das ist doch gut zu wissen. Bumm. Und ich kann es da immer wieder betonen, wie gut, dass die nicht ihre Energiedämpfungswaffe einsetzen. So, gleich kommt die Verstärkung. Wenn jetzt nicht ein Dreadnought kommt, nein, es kommt ein normales Kriegsschiff, dann sieht es jetzt schlecht für euch aus, Jungs. Dann sieht es jetzt verdammt schlecht für euch aus. Ja. Was schlecht für die Breen ist, ist gut für uns, nicht wahr? Das sollten wir gleich hier erledigt haben. Die Betonung liegt auf sollte. Ach ja. Wieder eine Kurve fliegen. Den Breen wieder in den Arsch treten. Und da ist er draufgegangen. Geben Sie sich zum Saria-System. Oh, okay. In Ordnung, dann setzen wir Kurs auf Saria-System mit Maximum Warp-Geschwindigkeit. Und wenn ich da bin, sehen wir uns dann wieder. Tada, da sind wir im Saria-System. Warum ich so singe, fragt mich bitte nicht. Ich höre jetzt auch damit auf. So, wir sind jetzt hier im Orbit eines Planeten, dessen Kern reich an Dilithium ist. Also ich würde sagen, Leute, hier bleibe ich ein bisschen länger und kann ich ein bisschen Dilithium formen. Ja, nicht witzig. Ja. Verstehe ich auch. Da sind sie. Zwei Breen-Patrouillen. 3, 4, oh ja.
die Marine haben wir hier einen kleinen Farming-Stützpunkt aufgebaut, ja? Wer hat euch denn die Schürfrechte dazu gegeben? Naja, dieser Planetoid liegt sicherlich in eurem Raum, ja? Wollen wir es mal hoffen? Ja, da schießen die Breen doch ihre kleinen Transphasen-Torpedoschens. Die von Admiral Janeway waren aber stärker, Jungs. So, Nummer 1 ist eliminiert. Und das war Nummer 2. Super. Kümmern wir uns jetzt hier um die kleinen Green Petrolchen. Das sind ja wirklich bloß Petrolchen hier mit ihrem Fregatten. So, voller Impuls, was er sagt, Ausweichmanöver. Und der Pedro Spread ist raus. So, was haut auch nochmal ein Anti-Spread raus? Ja, bekämpft euch gegenseitig, Jungs. Genauso wollte ich das haben. Aber ich wollte nicht unbedingt in einem Asteroiden festbacken. Tschüss. Trottel. Ach ja. Ich wundere mich jetzt gerade, warum ich eine Sinikriste kriege, aber momentan ist der Lockbox-Event. Da war ja was. Am Dienstag kommt ja endlich Season 11 aus. Und da kriege ich noch mehr Kram, auf das sich die Breen nicht sicherlich nicht freuen würden. Im Sinne von neues Budget und so. Oh, freue ich mich auf dieses Budget aus dem Rapture-System. Aber das sehen wir dann, wenn Season 11 raus ist. Ich war ihr Breen. Bum, bum. Und bumm. Ne, der ist noch 40%. Alles klar. Jetzt macht er bumm. Tschüss. Super. Das hätten wir damit auch erledigt. Ein interessanter Planetoid unter uns. Gut. Dann wollen wir mal die Deferi da unten retten. Nach dem Ladebildschirm. Ah, da vorne sind sie schon. Sehr schön. Okay. Dann wollen wir mal. Ist keine Wache? Ist ja interessant. Gut. Hallo, ihr Deferi. Ich scanne mal eben eure Zellen. Ah, okay. Gut. Die sind also abgeschirmt. Wir können die nicht hochbeamen. Das ist scheiße schon mal. Da haben wir auch schon die ersten Breen. Leute, Plasma für euch. Bitteschön. Uff. Jawohl. Oh ja, da haben die Granaten ja wirklich mal funktioniert. Supi. Aber gut, das waren jetzt auch keine größeren Breen. Ich denke mal, die nächste Gruppe, die uns jetzt begegnen wird, die wird nicht ganz so lustig drauf sein. Nicht wahr, Herrin? Und da kommt noch ein anderer Herrin. Doch, da sind ein paar stärkere Soldaten. Eieieiei. Boah, ich hasse Kryogranaten. Boah. Guck dich das an. Die Breen killen meine Leute auch durch diese scheiß Kryogranaten. Gut, machen wir mal lieber einen Respawn. Ah. Diese Kryogranaten-Wichser, das ist doch zum Kotzen. Entschuldigt bitte diese Ausspruchsweise, aber. Das ist der Punkt, der mich an dem Brim wirklich nervt. Wie ihr seht, ja, die so stark sind sie nicht, aber ihre blöden Granaten. Da steht da noch einer? Ah ne, das muss der medizinische Generator nicht sein, wie sie hat, ja. Alles klar. Gut, jetzt werde ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil da sind hundertprozentig so ein paar Wies drin. Ist das... Ja, da ist ein Willi. Okay. Ja, Kugel Willi. Nimm Granate. Neu, die extrem laggy bei euch ankam und euch dementsprechend auch nicht getroffen hat. Wie? Oh, noch so einer, noch so einer, noch so einer. Oh. Latsch in die Bienen, kein Problem. Alter, waren da jetzt drei Stück auf einmal? Arschgeigen.
Gruppe? Nee. Und das ist so eine Konsole, die wir jetzt bedienen müssen. Gut. Da haben wir einen Transportblockierer deaktiviert. Jungs, ich bin nicht da. Ah, oh, super, das ist... Das ist nur so eine normale Larifari-Gruppe. Supi. Offensichtlich. Die kippt nämlich auch sehr schnell um. Gut. Das sind wieder welche. Ah, nein, ich will die zwei Daten. Danke. Ich weiß, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, zuerst auf die Bioingenieure schießen. Aber meine Taktik hat sich geändert. Zuerst diese Soldaten loswerden. Ja, da wirft ja schon wieder eine Granate. Oh, das könnten wir noch verhindern. Das könnten wir noch verhindern. Huiuiui. Hier geht schon ganz schön zur Sache. Da sind noch mehr Green. Scheiße, jetzt habe ich da irgendwas drin geschossen. Ah. Taktiker. Ne, sind Wissenschaftler, ja. Kein Unterschied. Au! Bioingenieur. Das sieht gut aus, jawohl. Und da haben wir den nächsten Transportblock hier. Hm? Letzte Gruppe. Da ist noch so eine blöde Wache. Das ist interessant. Manchmal sind es Wachen, manchmal sind es Soldaten. Interessant. Und wuff. Warum hat die Granate nicht getroffen? Mann! Ah, da haben wir jetzt noch so einen Soldaten. Ach, deswegen waren das vorhin wahrscheinlich drei. Das waren wahrscheinlich zwei Soldaten und eine so eine Wache. Ne? Tja. Egal was es auch immer war, es ist jetzt vaporisiert. Und wir nehmen noch schnell diese letzte Konsole mit und dann können wir die Breen, die Deferi hier rausbeamen. Super. Los, schnell zu den Arrestzellen. Halt, da ist noch eine Gruppe. Das ist fies, direkt vor dem Ausgang stellen sie sich hier hin. Na, habt ihr Kaffeekranz, Jungs? Er tut uns leid, aber... Wir müssen eure Unterhaltung über eure Angelina Jolie und Brad Pitt hier unterbrechen. Es tut uns sehr leid, aber Kaffeeklatsch gibt es erst morgen wieder. Okay, die Deferi sind weg. Gut. Sehr gut. So, sehen wir die jetzt... Da kommt der große böse Boss. Ich habe hier keine wirkliche Deckung. Ja, schönen guten Tag, Todd. Wehe, du haust jetzt deine CRM 200. Ja, er haut's raus. Eieieiei, au, 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 au. Arschloch. Seit es sich Marine die ganze Zeit als Arschlöcher betitle. Ja, ich hab dich auch lieb. Gut, du willst es nicht anders. Security Escort. Obwohl, die wird gleich eingefroren sein. Hier, ich bin dein Gegner. Ja. Scheint mal so. Jawohl, ja. Super, wir haben gleich beide geknackt. Also, ich meine auch das Team dazu. Was mit dem mitkam. Besiegt, besiegt, besiegt. So, ja, zurück zum Sternflottenalltag. Wir verlassen sofort das System. Und dann würde ich sagen, berichten wir doch Botschafter Sura davon, dass wir erfolgreich die Fähre gefunden haben. Und dass wir zwei Frachtschiffe gerettet haben. Sehr gut. Sehr gut. Und dann... Ah ja, wir kriegen jetzt den Transphasen-Cluster-Torpedo.
Das ist ein besonderer Torpedo. Ach ja, und ab jetzt haben wir alle Breen Dailies freigeschalten. Wem das eben bekannt vorkam, so, ah, das mache ich doch auch irgendwie jeden Tag. Ja, das war halt eigentlich, das haben sie dann umgewandelt in eine Breen Daily. Das haben wir hier alle. Und die beiden anderen Breen Dailies bringen euch noch 480 Delizium. Mache ich zwischendurch schon mal gerne. So, jetzt machen wir erstmal schwacher Trost. Oder wir gucken uns an, was Botschaftersucher über schwachen Trost zu sagen hat, über den schwachen Trost. Und was? Man kriegt dafür jetzt echt 27.000 Erfahrungspunkte? What the fuck? Und wir kriegen ja so eine Deferi Schnick 9 Kiste und einen schnell feuernden Transphasentorpedo. Und nicht ein neues Stückchen des Brainsets. Schade. Aber das kriegen wir auch noch zusammen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir im Rave-System sind. Weiß nicht, wie es wirklich ausgesprochen wird. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei schwacher Trost. Bis dahin. Schausen. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Wolf?